Der Wald ist ein atemberaubender Naturraum, ganz voller Leben. Hier ist es friedlich und ruhig. Aber heute nicht! Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Moin Leute und herzlich willkommen hier bei 100 Hektar Heimat, weil ihr euch das alle so sehr gewünscht habt. Heute machen wir Holz. Und um solche Action nicht zu verpassen, läutet ordentlich die Glocke und abonniert 100 Hektar Heimat. Das Besondere heute ist, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von Waldbau habe. Darum habe ich professionelle Hilfe von meinem Vater dazu geholt. Jo, moin, ich bin der Papa von Michel. Ich zeige ihm das alles, weil eines Tages muss er es selber machen, wenn ich nicht mehr da bin. Oha, fühle mich jetzt wieder wie so ein kleines Schulkind und mein Vater muss mir jetzt wieder zeigen, wie es geht. Wir suchen uns zuerst ein paar geeignete Bäume im Wald aus. Dann fällen wir die Bäume, fahren sie weiter zu uns auf dem Hof, wo wir sie dann zu Bau und Brennholz verarbeiten. Aber ich glaube, da kann auch eine Menge schief gehen, oder? Die Waldarbeit ist eine schöne Arbeit, aber auch eine sehr gefährliche Arbeit. Ich habe jetzt keine Lust, mir ein Bein abzusägen oder dass mir da ein größerer Ast auf den Kopf fällt. Von daher wird echt spannend. Wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr einen heftigen Sturm. Ja. Und wie man sehen kann, haben Stürme viel Kraft, der sogar solche Bäume durchbrechen kann. Ja, der Baum ist also noch nicht ganz tot, aber in einem Zustand, wo man ihn noch gut zu Bauholz verarbeiten kann. Ja, Brennholz kann man hier aus allem machen, aber Bauholz ist natürlich deutlich wertvoller. Das war Baum Nummer 1. Was fällt dir an dem auf? Na, ich nehme an, du meinst den, der hier schon mit 20 Grad Neigung genau in den anderen reinhängt. Das heißt, wenn der Sturm dann noch einmal drauf drückt, dann wird sich der Wurzelteller anheben hier unten. Und der ganze Baum wird umfallen. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt hier bald bei jedem 100 Hektar Heimatvideo im Wald. Hier oben musste ich 24 Stunden im Wald überleben. Solltet ihr euch mal ansehen. Ich hätte einiges anders gemacht. Ja, und hier haben wir jetzt noch so einen Kandidaten. Ein Baum, der leider stirbt. Das ist ein sehr großes Waldsterben in Deutschland, besonders bei der Fichte. Und aufgrund der mehreren Dürrejahre sterben die ganzen Fichten alle ab. Und dann wird sich der Borkenkäfer draufstürzen. Und dann werden die irgendwann umfallen. Man spricht sogar davon, dass die Fichte keine Zukunft mehr hat in Deutschland. Also wir haben uns schon mal gute Kandidaten ausgesucht. Ja, ist jetzt irgendwie eine ungewohnte, aber auch ganz coole Situation, zusammen mit meinem Vater hier im Wald. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zusammen mit euren Eltern auf dem Dorf so macht. Was haben wir hier alles mit? Ja, alles, was man dafür braucht, um Bäume zu fällen. Klassischerweise erst einmal eine Kettensäge mit entsprechenden Schutzausrüstungen. Dann Kettenöl, Benzin für die Säge, solche Holzkeile und einen Hammer, wo man die Keile mit einschlagen kann. Ich habe durchaus das ein oder andere Mal so eine Kettensäge in der Hand gehabt, aber wenn ich einen Baum fällen würde, würde ich am liebsten mit einem großen Trecker gegenfahren. Also Michael, bevor es jetzt wirklich ernst wird, einmal die Kettensäge überprüfen. Also zuallererst muss die Kette noch mal gespannt werden, die ist ein bisschen locker. Jetzt dreht man nach rechts. Ah ja, jetzt siehst du was? Sieht's auch. Man sieht, wie die spannt. Und jetzt müssen wir noch betanken. Da geht kein Tropfen daneben, pass auf. Wir werden sehen. Ups. Also beim Holzmachen ist es halt besonders wichtig, dass wir sehr gewissenhaft mit unserer Technik umgehen, weil natürlich viel schief gehen kann und ein hohes Gefahrenpotenzial da ist. Es gehen im Wald bei der Arbeit grundsätzlich zwei Gefahren aus. Zum einen die Gefahr durch die Kettensäge selber. Dazu muss man wissen, so eine mittelgroße Säge hat 4 PS, aber übersetzt mit mehreren tausend Umdrehungen auf eine ultrascharfe Kette. Die zweite Gefahr, die im Wald ausgeht, sind herunterfallende Teile oder ganze Bäume. So, jetzt sind wir beim ersten Baum. Und das Erste, was wir machen, ist den Arbeitsplatz aufräumen, dass man da ungehindert arbeiten kann. Ich bin Holzfäller. Das ist schon alles scheiße für mich hier, weil das ist mir halt im Weg. So, den Arbeitsbereich haben wir jetzt frei gemacht. Jetzt erfolgt die Baumansprache. Bei dem Baum sieht man es ganz gut, dass der eine Neigung nach so hat. Das heißt, der Baum wird in aller Regel nach so fallen. So ganz einfach. Da wird jetzt alles schön eingezeichnet und markiert. Und dann wird er einfach in die Richtung runtergeholt. Daheim habe ich nur Holzwerkzeug und Holzbesteck und Holzgeschirr und Holzteller. Du hast einen wichtigen. Das Fällen eines klassischen Baumes funktioniert folgendermaßen. Erst einmal legt man sich hier eine Fallkerbanlage an, wobei sich der Dachschnitt und der waagerechte Schnitt eigentlich ziemlich genau treffen sollten. Ansonsten muss man den nacharbeiten. Und man macht sich jetzt die Eigenschaft des Holzes zunutze, indem man jetzt hier hinter diesem Keil einen bestimmten breiten Streifen stehen lässt. Und den markieren wir uns jetzt vorher. Der fungiert dann nachher als Scharnier. Das sehen wir nachher nochmal schön, wenn wir den Baum gefällt haben, dass er
im Prinzip über dieses Scharnier kippt. Und damit bestimmt man diese Fellrichtung. Das klingt schon fast hochwissenschaftlich, aber auf jeden Fall nachvollziehbar. Also Leute, jetzt wird der erste Baum gefällt. Ich gucke zu. Mein Vater macht das. Ich bin nachher mehr so für die anderen Handarbeiten da. Und doppelte Baumlänge Sicherheitsabstand. Das heißt, du Kameramann, 20 Meter weg. Ja, was auch noch ganz wichtig ist, weil man nie weiß, wo sich irgendwelche Spaziergänger aufhalten und so weiter. Einen Sicherheitsruf absetzen, das macht man einmal, wenn man die Fallkappanlage fertig hat. Das mache ich jetzt. Und dann kurz bevor der Baum fällt, noch einmal. So, der erste Baum liegt. Jetzt wird er im Prinzip aufgearbeitet. Das heißt, die Äste werden entfernt. Machen wir jetzt. Du kannst ja mal das Maßband aus dem Auto holen. Ja, da liebe ich ja immer mit Fadi zu arbeiten. Der macht hier schön die schweren und tollen Arbeiten mit der Kettensäge und ich darf das Maßband holen. Unsere gewünschte Länge sind 4,10 Meter. Maßband einhängen. Ein bisschen Teilungsschnitt messen. 4,14 Meter. Also gut. Damit ist der erste Baum eigentlich schon fertig. Und der ganze Rest von dem? Den werden wir zu Brennholz verarbeiten. Mit Brennholz, okay. Also insgesamt sieht das gar nicht so kompliziert aus. Von daher, vielleicht fäll ich heute auch noch mal einen Baum. Habe ich ja noch nie gemacht. Das ist mein erstes Mal Weiterarbeit. Das will man natürlich nicht auf den Kopf kriegen, ne? Wenn schon so ein kleiner Ast reicht, dann ist das hier dein Todesurteil. So Leute, das ist der letzte Baum für heute, die große Fichte. Und ich muss auch sagen, je näher man dem kommt, desto mehr Respekt habe ich davor. Also das ist ein ganz schön dickes Ding, ne? Ganz andere Nummer als die Bäumchen davor eben. Das wird alles ein bisschen schwerer, es dauert alles ein bisschen länger und es ist alles ein bisschen gefährlicher. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe das Umfeld freigeräumt, habe den Baum begutachtet, eingeschätzt, beurteilt. Ich habe die Fallrichtung festgelegt. Man gibt da einen kleinen Trick, gibt's. Man nimmt einen Zollstock, knickt den einmal eine Meter um beim Meter, macht die beiden Enden hier rein und da, wo die Spitze hin zeigt, da fällt er hin. Ja, Papa, jetzt habe ich dir schon so oft zugeguckt, jetzt kann ich den doch eigentlich auch selber fällen, oder? Theoretisch ja, praktisch nein. Das ist keine einfache Aufgabe, das ist ein ziemlich massiver Baum. Er muss gekeilt werden, der fällt nicht von allein. Und es geht manchmal um einen Bruchteil von Sekunden, wo man Entscheidungen treffen muss. Das ist saugefährlich. Wie gesagt, wir reden ja bei dem Baum locker über 2 Tonnen, vielleicht sogar 3. Ich denke, dafür bist du noch nicht reif. Jetzt wird's kriminell hier. Teile sind gesetzt, die Fallrichtung ist klar. Da kommen gleich 3 Tonnen runter, schätze ich mal. Landung. Alle Bäume sind gefällt, hat ganz schön lange gedauert, aber jetzt kommt etwas, was ich gerne mache und auch gut kann. Jetzt fahren wir nämlich Trecker. Wir nehmen uns also den Kleinen da hinten und ziehen die gefällten Bäume aus dem Wald, verladen die auf den Anhänger und dann geht's ab damit zu uns auf den Hof zum Weiterverarbeiten. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema. Ich und mein Holz. Und das Thema Holz. Bei dieser Arbeit ist wichtig oder entscheidend, dass man nicht die Mitte des Stammes trifft, weil die Palettengabel ist ja nur so breit, sondern man muss die Gewichtsmitte treffen und nicht die arithmetische Mitte. Weil ansonsten kippt der Stamm zu einer Seite runter. Ja, das da hinten ist jetzt unser schwerster Abschnitt, den wir gefällt haben heute, oder abgesehen von der Fichte. Oh, dein Bogen schon ganz gut aus. Ja, das war ja schon mal schön mit dem Traktor, aber jetzt kommt die beste Fahrt. Den schweren Anhänger hier vom Feld ziehen. Das macht richtig Laune. Wäre besser, wenn so ein Stamm nicht runterfällt, aber die liegen echt gut. Da passiert heute nichts. Hat ja auch der Profi aufgeladen.
Da geht kein Tropfen daneben, pass auf. Wir werden sehen. Ups. Start! Ich habe den Laster vollgeladen und mit Diesel aufgetankt. Denn ich muss gleich wieder starten, weil der Bus das so verlangt. Wenn ich euch zu einem Erntetag mitnehme, dann hört das Video meistens genau hier auf, bei mir auf dem Hof. Heute ist es aber anders, denn das Holz wird genau hier weiterverarbeitet. So, und jetzt machen wir aus diesem Stamm etwas Schönes. Lasst euch überraschen. Also, hier verarbeiten wir das Holz weiter zu Bauholz. Mein Vater, der beschickt sozusagen jetzt die Maschine und stellt alles ein. Erstmal den Stamm richtig fixieren, einkeilen, einspannen. So, und dann geht dann weiter. Sind Sie mal in Bad Segeberg, dann kommen Sie uns besuchen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Buchen. Das Sägewerk Bad Segeberg sucht wirklich seinesgleichen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Eichen. Ja, jetzt ist erforderlich, dass wir hier einen Schnitt durchführen. Ich habe den ganzen Tag im Wald gemacht, jetzt bist du mal dran. Mit dem Krallenanschlag in den Stamm rein, dann kannst du drücken. Dann legen wir einen Schritt rein, vorsichtig. Die wir dann hier im Sägewerk schön aufeinander schichten. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Tannen. Im Sägewerk Bad Segeberg gibt's auch mal kleine Pannen. Das Sägewerk Bad Segeberg ist unser ganzer Stolz. Jo. Im Sägewerk Bad Segeberg. Mein Vater meint ja, ich muss da an seine Fußstapfen treten, dass ich, wenn er nicht mehr kann, die ganze Waldarbeit hier übernehmen soll. Ah, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich sehe mich hier mehr als Ackerbauern. Sind wir so noch einmal gedreht. In der Spitze auflegen. Und immer drehen. Fertig ist die Bank. So einfach geht das. Ich war heute einen Tag mit meinem Vater im Wald. Wir haben da ordentlich was rausgeholt. Und jetzt sogar noch eine schicke Bank hier hingestellt. Naja, der Michel, der muss noch viel lernen. Aber er hat sich gar nicht so dumm angestellt. Ich sehe zukunftsvoll in die Zukunft, dass das mal was mit ihm wird, dass er das mal übernehmen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ansonsten gibt es hier noch ein weiteres Video von 100 Hektar Heimat und direkt darunter eins von Das schaffst du nie. Die sind nämlich auch in den Wald gefahren. Tschüss.